Was ich hier gerade mache, das ist der erste Schritt, um sich als Stammzellspender zur Verfügung zu stellen. Ein Wangenabstrich, um seinen Speichel abzugeben. So landen meine Daten in einem Register und ich kann gefunden werden, wenn jemand meine Stammzellen braucht. Ja, so, also rein ins Röhrchen und dann ab in die Post. Wenn du selbst oder dein Kind neue Stammzellen braucht, dann ist euch bestimmt auch ziemlich schnell der Gedanke durch den Kopf gegangen, wer kommt denn da überhaupt für mich oder unser Kind als Stammzellspender in Frage? Ja, es kann nämlich nicht jeder für jeden spenden. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Wie läuft die Suche nach einem geeigneten Stammzellspender ab? Und wie genau werden eigentlich Stammzellen gespendet? Also wie werden die benötigten Stammzellen entnommen? Fangen wir mal vorne an. Es ist wichtig, dass sich Spender und Empfänger genetisch möglichst ähnlich sind. Ja, ansonsten würden die fremden Stammzellen sofort vom Körper abgestoßen werden. Die Blutgruppe spielt dabei übrigens keine entscheidende Rolle. Entscheidend ist vor allem, dass bestimmte Gewebemerkmale bei beiden Personen übereinstimmen. Die sogenannten HLA-Merkmale. HLA steht für humane Leukozyten-Antigene. HLA. Man kann sie sich wie so winzige Form vorstellen, ja, die ein Muster auf der Zelloberfläche bilden. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal so, ja, völlig unterschiedlich kombiniert, ist also bei jedem Menschen sehr individuell. Das individuelle Muster ermöglicht dem Immunsystem, also den körpereigenen Abwehrkräften, dann zwischen eigenem und fremdem Gewebe zu unterscheiden. Man sucht also nach einem Spender, bei dem das Muster möglichst genau mit dem des Patienten oder der Patientin übereinstimmt. Ja, und das gestaltet sich ein bisschen wie bei der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber man kann sie finden. Zuerst suchen Ärztinnen und Ärzte in der eigenen Familie nach einer HLA-Übereinstimmung. Am wahrscheinlichsten ist ein perfektes Match unter Geschwistern. Die Chance liegt hier bei rund 25%, also einem Viertel. Aber wie kommt es, dass ein Geschwisterkind manchmal passt und manchmal nicht? Ich zeige euch das jetzt mal grob vereinfacht. Also wir teilen mal auf. Wir haben hier Mutter und Vater. So, das sind so deren Merkmale, ne? Die sind jetzt hier und hier. So, kann man einigermaßen kennen. Also das sind die Eltern, ja? Sagen wir mal Vater und Mutter. Jedes Kind bekommt eine Hälfte der HLA-Merkmale. Eine Hälfte vom Vater und die andere Hälfte von der Mutter. Also nehmen wir mal ein Beispiel. So. So, jetzt sieht man das, ne? Denn natürlich sind das in Wirklichkeit noch viel mehr, aber es geht jetzt nur darum, das mal zu zeigen, wie es eigentlich ist. So, welche davon vererbt werden, das ist vollkommen zufällig. Ja? Das erste Kind kann zum Beispiel genau diese Bausteine bekommen, ja, von Vater und Mutter. Das zweite entweder genau die gleichen, dann sind die sich so, ne, sind sehr ähnlich. Ja. Oder es kann aber auch sein, dass es zufällig gar nicht die, sondern die hier bekommt. Ja, das ist dann ungleich und passt nicht zusammen. Verstanden, ne? Also so passt es nicht zusammen, wenn das andere Kind aber so, dann wird es zusammenpassen. Also, wenn kein passender Spender in der Familie gefunden werden kann, wird eine Fremdspendersuche eingeleitet. Dazu werden zunächst alle Spenderdatenbanken in Deutschland und dann auch auf der ganzen Welt nach passenden Kandidaten durchsucht. Je mehr Menschen dabei mitmachen und sich registrieren lassen, desto besser. Ne? Deswegen auch dieser Abstrich. Und tatsächlich findet man über die Datenbanken für 9 von 10 Menschen in Deutschland ein passendes Match. Also, dass es einfach zusammenpasst. Als Person, die bereit ist, Stammzellen zu spenden, reicht es übrigens völlig aus, sich nur in einer Spenderdatei aufnehmen zu lassen. Man landet dann automatisch in einem zentralen Register, wo alle Fäden zusammenlaufen. Ja, das ist relativ einfach. So wie das zentrale Knochenmarkspenderregister Deutschland, kurz ZKRD. Den Link zum Register findet ihr unter dem Video. Leider kann es trotzdem passieren, dass sich niemand findet, der als vollständig passender Spender in Frage kommt. Man kann dann heutzutage auch eine haploidente Stammzelltransplantation durchführen. Haplo bedeutet halb. Das heißt, die HLA-Merkmale von Spender und Empfänger stimmen nur zur Hälfte überein. Das ist zum Beispiel bei Eltern der Fall. Früher war es noch so, dass dann, also es dann schon häufig zu heftigen Abstoßungsreaktionen gekommen ist, weil der Körper die transplantierten Stammzellen als fremd erkannt hat. Durch verbesserte Verfahren kommen heute aber auch Eltern als Spender in Frage.
Eine weitere Option kann unter Umständen eine öffentliche Spendenaktion sein, wie sie manchmal Familien starten. Ja? Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal mitbekommen über die sozialen Medien oder Zeitungen, ja, wenn dazu aufgerufen wird, sich typisieren zu lassen. Glücklicherweise ist das für die Erkrankten selbst meist gar nicht notwendig, da die weltweite Suche in den Spenderdatenbanken in den meisten Fällen tatsächlich erfolgreich verläuft. Bei diesen Aktionen geht es vielmehr darum, auf einen Schlag sehr viele Menschen zu erreichen, die mitmachen und damit in Zukunft zu potenziellen Spendern werden. Ist ja wichtig. Ja? Egal wie es ist, die Suche nach einem Stammzellspender ist immer mit viel Hoffen und Bangen verbunden. Umso größer ist dann die Erleichterung, wenn wirklich eine geeignete Person gefunden ist. Tja, und dann muss man natürlich noch rankommen an die Stammzellen. Ja? Was uns jetzt noch zur abschließenden Frage bringt, wie werden die Stammzellen eigentlich aus dem Körper des Spenders entnommen? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. In den meisten Fällen werden die Stammzellen aus dem Blut entnommen. Das läuft dann eigentlich ähnlich ab wie bei einer Blutspende. Ja? Dauert in der Regel allerdings ein paar Stunden. Danach kann man aber ganz einfach wieder nach Hause gehen. Bevor die Stammzellen gespendet werden, bekommt der Spender oder die Spenderin ein paar Tage lang ein körpereigenes Hormon unter die Haut gespritzt. Das kurbelt die Produktion der Stammzellen nochmal so richtig ordentlich an, sodass sie aus dem Knochenmark in die Blutbahn gelangen. In wenigen Fällen werden die Stammzellen nicht aus dem Blut, sondern direkt aus dem Knochenmark entnommen. Das ist dann mit einer Vollnarkose und einem kurzen Aufenthalt im Krankenhaus verbunden. Das Knochenmark erneuert sich danach, aber innerhalb von ein paar Wochen wieder vollständig von selbst. Ist also in Ordnung. Ja. Ihr merkt also, es ist für die Person, die spendet, eine machbare Sache. Und für alle, die eine Stammzellspende brauchen, kann man zum Glück sagen, dank umfangreicher Datenbanken und medizinischem Fortschritt können betroffene Kinder und Jugendliche fast immer eine passende Spende erhalten.